Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu Let's Play Minecraft mit eurem Gastgeber Play Minecraft Go! So, wir sind hier in Part 1. Ich möchte euch kurz zu Anfang etwas schildern, sage ich mal. Und zwar, ich weiß, dass inzwischen dieses Thema Let's Play Minecraft einigermaßen ausgelutscht ist. Es gibt halt eben schon eine Menge bekannte bzw. erfolgreiche Let's Player. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen darüber, aber jetzt einfach mal als Beispiel nehmen wir Gronkh. Den sollte jeder kennen, der Let's Plays guckt von Minecraft. So, ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich niemals an den Rang kommen werde. Höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es. dementsprechend möchte ich jetzt ein kleines Let's Play starten. Und würde euch gerne mit in die Welt von Minecraft nehmen. So, dann fangen wir an. Kreieren wir eine Welt. Und nennen diese Let's Play Minecraft. Und senden an den Kreator Play Minecraft Go. Dann. Okay, wir spielen auch auf dem Game Mode Survival. Und würde ich mal sagen, starten wir unser Let's Play Part 1. So. Okay. Also, soweit ich das hier sehe, ist dieser Seed, also dieser Befehl an den Creator, wie man es nennen mag, uns gut geglückt, denn der Name hat eine wirklich schöne Welt kreiert, möchte ich behaupten. So, ich habe vor, wahrscheinlich dann auch vielleicht die Tage, was heißt die Tage, also in den nächsten Folgen dann auch ein Texturenpack einzusetzen, wozu ich leider noch nicht gekommen bin, aber noch kommen werde. Und ich fange jetzt erstmal damit an, uns ein bisschen Holz zu sammeln, sodass wir uns hier ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen, einrichten können. Ja, da haben wir das eine Stück, was ich suche. Komm her. So, und ich habe auch vor, dass ich euch ein bisschen mit in das Projekt einbinden werde. Und zwar, dass wir, beziehungsweise, dass ihr ein bisschen entscheidet, was wir machen, wann wir machen, wo wir machen, blablabla. Na, ihr könnt euch denken, was ich meine. Also, dass ihr dann zum Beispiel sagt, dass wir jetzt mal einen Part lang Punkt, Punkt, Punkt machen. Zum Beispiel, dass wir dann, ja, jetzt, das ist jetzt nicht problematisch, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, inwiefern ich das mal erklären wollte. Also ich glaube, ich wollte das so machen, dass ihr mir Vorschläge gebt, von wegen, ja, guck mal, du hast jetzt, was weiß ich, schon die letzten zwei Parts nur gemeint. Entschuldigung, wir sind ja hier im Englischen. Mach doch jetzt mal bitte eine Folge, in der du irgendwas baust. Und wenn ihr sowas sagt, dann bitte immer direkt schon irgendwelche Bauvorschläge mit rein. Und wenn jetzt wieder irgendeiner auf die Idee kommt, mir blöd kommen zu müssen, von wegen, kannst du denn nicht selber nachdenken? Doch, kann ich. Nur, wenn man die Zuschauer mit einbindet, kommt es meistens besser an. Also, Klappe halten. So. Wir bauen jetzt erstmal ein bisschen Holz ab. Und ich würde sagen, ich mache das wie immer. Wie ich das jetzt in meiner eigenen, wie man schon gesehen hat, Singleplayer-Welt gemacht habe. Ich habe mir ein bisschen Holz gesammelt. Einige Wooden Planks gebastelt. Und hab mir dann eine, ja, Überseehaus, also ein Überseehaus gebaut. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder einige mit von wegen, ach, bist du ja kreativ und so. Ja, bin ich. Nur, nicht wenn es
um meinen Standort geht. Obwohl, wobei ich das auch so sehe, dass ich bisher noch nicht wirklich viele Let's Player gesehen habe, die auf dem Wasser gebaut haben. Wenn ihr das anders seht, beziehungsweise wenn ihr Let's Player habt, die über Wasser bauen, alles über Wasser bauen, so wie ich das jetzt hier vorhaben werde, weil das sich gerade hier so schön anbietet, schickt mir einen Link, überzeugt mich und dann werde ich es im zweiten Part zurücknehmen. Da ich das aber sehr bezweifeln werde, dass ihr auch nur annähernd jemanden findet, der anfangs direkt irgendwie auf dem Wasser baut oder was, werde ich schon mal sagen können, dass ich mich höchstwahrscheinlich nicht entschuldigen werde. Von daher macht euch nicht zu viel Hoffnung. So. Also, ich werde. Außerdem werde ich im Großen und Ganzen, glaube ich, eher die Nächte rausschneiden. Glaube ich zumindest, dass ich das vorhaben werde. Ja, das glaube ich. Okay, also ich würde die Nächte rausschneiden. Werde jetzt auch, wenn die Nacht eingebrochen ist, hier einen Cut machen. Und dann könnt ihr mir einfach unten in den Kommentaren bei YouTube oder im Minecraft-Forum gerne reinschreiben, ob ich die Nächte drin lassen soll oder nicht. Mir ist das im Großen und Ganzen eigentlich recht egal. Ja, ich finde nur, dass die Nächte recht langweilig sind, weil da kann man nicht wirklich irgendwie. Boah, flachs mich doch jetzt nicht. So, dass die Nächte nicht besonders interessant sind, weil man da im Grunde eigentlich nur irgendwo drinnen was machen kann, was ja nicht wirklich interessant ist, meiner Meinung nach. Gut, wenn ich da jetzt irgendwie 20 Leute habe, okay, ja, Part 1, 20 Leute bestimmt. Wenn ich da jetzt ein paar Leute habe, die sagen, ja, die Nacht ist doch total interessant, ich liebe meinen und so. Ich bezweifle, dass ich solche Leute finde, aber ich meine jetzt einfach nur so theoretisch. Dann lasse ich das natürlich drinne, versteht sich. Und dann gehe ich nachts minen. Meinen. Boah, ich hasse es. Ja, deutsche Sprache ist schon echt eine schwere Sprache. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Bem, 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 bem. Einfach mal hier ein Haus hochpflastern. Kann ja nicht so schlecht sein, ne? Bam. Bam, bam, bam. So. Komm schon, zack dich. Okay. Weg da. Kusch dich. Okay, ja, ich würde sagen, mach das jetzt so. Jetzt ziehen wir uns hier noch eine Decke drüber, wie sich das für ein gutes Haus gehört, ne? Mann, 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 alles muss man selber machen. So. Dann würde ich mal sagen, zacken, zacken, zacken. So, und dann kommt hier fett eine Tür rein. Ich weiß nicht, ist das. Ja, das ist die Mitte. Okay. Dann wird das. Würde ich sagen, mache ich die 3 breit. So, ja. Bams. So, ein paar Fackelchen. Da, komm her. Dann sollten wir damit jetzt schon mal inzwischen hier drinnen mal unsere Bude ein bisschen ausleuchten. Und den Eingang was verschönern. Und gegebenenfalls schon mal einen als Mine gedachte
ja, Mine anlegen, sag ich mal. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ich das schon aus mehreren Let's Plays gesehen habe, dass es, wenn man diese Frage stellt, man sowieso mit einem "Ja, du gehst Minen" Antwort rechnen kann. So, dann machen wir da Fenster rein. Zack. Fäckelchen. So, zacken, zacken. Und ich gehe jetzt erstmal noch ein bisschen Holz hacken, hacken. Das eine Ding abreißen. So, genau. Na. Jetzt haben wir eine Steinaxt. Und jetzt können wir weiter, beziehungsweise besser, die Bäume abholzen. Auf dass ihr niemals wieder leben werdet. Muhahaha. Okay, die Nacht bricht rein. Da sich das sowieso jetzt nicht lohnen würde, das noch, da ich das sowieso nicht in diesen einen Part reinkriegen würde. Bäh, scheiß Zungenbrecher. Werde ich die Nacht jetzt mal weglassen. Werde jetzt noch den einen Baum hier fällen. Mich dann... ich höre schon Skelette. Uncool. So. Kein Bock jetzt auf Monster. Zack, zack. Oh, ja, Tür. Tür muss noch rein. So, ein Ding bleibt hier. Zack. So, Tür. Komm schon. Ah. Tür. Okay, sicher. Wir sind da sicher. Finde ich gut. Warte, machen wir noch schnell eine zweite. Können wir gleich noch was anderes machen. Unsere zukünftige Mine abschließen. Sehr gut. Finde ich eigentlich sogar ganz stylisch. Soll ich raus? Ja, okay. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich dafür in Part 1. Freue mich, wenn ihr euch daran beteiligen würdet, was ich vorhin gesagt habe. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch, einen Kommentar und möglicherweise ein Abo dalassen würdet. Wir sehen uns dann in Part 2 wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag mit schönen Grüßen und habt viel Glück in eurem Leben. Ich glaube, das ist ein bisschen dick aufgetragen. Naja, okay. Wir sehen uns dann in Part 2. Viele Grüße von Play Minecraft Go!